Ja, Hallöchen, liebe DC-Freunde. Ich hab's getan. Ich hab den Charakter nochmal umgestaltet. Quasi gelöscht und neu angefangen. Und wir fighten jetzt mit einem etwas muskulöseren, der nicht mehr so albern dasteht. Und er boxt mit die Pfoten. Und wir stehen quasi an derselben Stelle wie vorher. War ja noch nicht allzu weit. Und wir gehen da jetzt mal rein und gucken, was uns da erwartet. So. Gib dich chinesischer Magieladen, halt den E. Zack. So, hinein. Also ich gehe mal schwer davon aus, wir ballern uns da jetzt einmal durch. Mit die Fäuste natürlich. Und mit der Magie, die uns von Wonder Woman quasi. Nee, gegeben wurde sie uns nicht, aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. So, dann wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Ich brauche nochmal leichte Anpassungen am Ton. Vorgenommen. Ein Fass. Na ja, dann nehmen wir das mal mit. Teufel! Diese Typen sind die an mir und meinen mystischen Barrieren vorbeikommen. Diesen Free, das Fass war blöd. Haus wird euch eure Seelen wegnehmen. Nö, nö. Das lassen wir das mal schön sein. Wirst du büßen. Hausts Wut wird grenzenlos sein. Das ist meine auch. Da oben? Oh, was haben wir denn da? Ein Helm. Und Zeitkapsel Shazam. Ach, wir brauchen nur 1000 Stück davon. Gucke doch mal an. Helm. Helm, 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 Helm. Wo gehört denn der Helm hin? Ins Helmfach. Wo ist das Helmfach? Da. Ich will nicht handeln, ich anziehen. Was haben wir da durch? 150 Verteidigung. Okidoki. So, jetzt. Ach so, runter muss ich. Durch die Tür. Vorher nicht eben eine Türe? Du hast vielleicht die anderen besiegt, aber an mir kommst du nicht vorbei. Doch. Oh, ich habe ja noch viele mehr. Was ist das hier noch? Oh, ich habe Tierchen. Was macht das Tierchen? Und was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Du hast vielleicht die anderen besiegt, aber an mir kommst du nicht vorbei. Ach, guck mal an. Das wirst du büßen. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Ja, so sieht das aus. Okay, das Pad ist cool, aber es wäre mir ein heiler Pad lieber. Was ist das hier? Ah, wahrscheinlich was ist, was ich mitnehmen kann zum Hauen. Faust wird dich für die Herausforderung bei lebendigem Leibe rösten. Satana. Du wirst mich niemals besiegen.
Fausts Wut wird grenzenlos sein. Das ist hier schon fast zu leicht, Mensch. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Oh, das tut mir aber leid. Danke. Fausts Schweigezauber stand wirklich meinem Stil im Weg. Ich werde ihn aufspüren und du kannst die Magie stoppen. Zum Glück hast du den Zauber des Schweigens gebrochen. Denn Saturna muss sprechen, und zwar rückwärts, damit ihre Zaubersprüche wirken. Was ist mit dir? Alle bereit machen. Ich werde die Fnäse. Wir müssen Faust schwächen. Fausts Magenten benutzen verbotene Artefakte, sogenannte Seelenbrunnen auf Unschuldige. Finde und zerstöre diese Brunnen, bevor sie zu Faust gebracht werden. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. Ach, da war ja doch was. Beschwörung, Wächter, Level 10, Heilerrolle, Großbeschwörung. Auf dem Furcht der Regen ist dreigeschlagen, das aus einem Großwächter, einer Furie und einem Wächter besteht. Verheerende Wirklichkeit an deiner Seite kämpft. Okay, Beschwörung, Furie, Beschützer, Feinde angreift und dich heilt. Sehr geil. Verteidigen Wächter, um Feinde anzugreifen und niederzuschlagen. Falls deine Gesundheit unter 50% fällt, werden deine Feinde verspottet, während du dich mit einem aktiven Fall deine passive Kräfteregeneration reduziert. Naja, das klingt doch interessant. Faustkampf. Bodenschlag. Hat man das Quest eigentlich fertig jetzt? Ich glaube schon. Ja, gut, dann verlassen wir mal den Laden. Okidoki. So, meine Lieben, wir haben die nächste Aufgabe erledigt. Wir haben Saturna befreit und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem nächsten
Gedönsel wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag und lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.